Wenn du von Windows kommst, dann habe ich eine frohe Botschaft für dich, denn die Botschaft lautet, du kannst den Zeitpunkt deiner Updates, deiner Betriebssystem-Updates oder sogar Upgrades selbst bestimmen. Ist das nichts? Das ist doch prima. So, und wie du das machst, okay. Das schauen wir uns jetzt hier an. Zunächst einmal haben wir hier unten im Dock das System, Symbol für die Systemeinstellungen. Und wir sehen hier rechts oben auf diesem Symbol einen roten Kreis mit einer 1. Das bedeutet, dass ein Update vorliegt. Ich klicke jetzt mal hier in die Systemeinstellungen bzw. auf das Icon. Und voilà, Software-Update verfügbar. Prima. So, und da klicke ich jetzt mal drauf. Und wir sehen automatische Updates. Genau. Ja, du kannst dir aussuchen, ob du Beta-Updates auch haben möchtest. Das habe ich hier auf ausgestellt. Ich warte immer, bis ja, alles marktreif ist. Und genau, hier kannst du dann aussuchen, ja, ob du jetzt in diesem Augenblick ja dein System aktualisieren möchtest oder heute Nacht. Und wenn du hier auf weitere Infos klickst, bitteschön, dann ja, siehst du, okay, 2,24 GB, bla bla bla. Wenn dich das interessiert, bitteschön. Ja, sollte dich ja auch interessieren. Es ist ja auch wichtig, genügend Speicherplatz für dein Update ja, zur Verfügung zu haben. Zack. Und du hast auch gesehen, dass der Eintrag hier genau einen Neustart ja, erforderlich, also Neustart erforderlich. Diesen Eintrag sehen wir hier auch. Das heißt, du weißt von vornherein, okay, ja, wenn ich jetzt ein Update mache, dann ja, nehme ich mir ein paar Minuten eine Auszeit, dann kannst du Kaffee trinken und tun, was dir beliebt. Aber so lange dauern die Updates nicht. Nicht so kleinere Updates, ne? Okay, prima. Du hast deinen Horizont erweitert und was dazugelernt, davon gehe ich mal aus. Daumen hoch und Abo dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video.